Und jetzt freue ich mich darauf, den Vorsitzenden des Kuratoriums der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung hier zu mir auf die Bühne zu bitten. Die Stiftung veranstaltet eben diesen Festakt gemeinsam mit dem Hamburger Senat. Freuen Sie sich auf unseren früheren Bundesfinanzminister und den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Er ist gebürtiger Hamburger. Herzlich willkommen, Per Steinbrück. Herr Steinbrück, Sie kriegen auch das Mikro eigenständig in die Hand, obwohl wir Journalisten das ja ungern aus der Hand geben. Ich weiß, es ist ein großes Entgegenkommen. Herr Steinbrück, was verbinden Sie persönlich? So, ich habe ja gerade über Momente, die man sich dann vielleicht noch mal in Erinnerung ruft, gesprochen. Was verbinden Sie persönlich für Momente mit ihm? Bewunderung. Er spielte in einer erkennbar höheren Liga. Das gab er einem gelegentlich auch zu verstehen. Er konnte das sehr gut selbst inszenieren. Er war auch genial darin, dafür zu sorgen, dass sein Selbstbild übereinstimmte mit dem Bild einer breiten Öffentlichkeit. Aber er selber hat sich, glaube ich, politisch am besten dadurch beschrieben, dass er sehr häufig ein Zitat, das sogenannte Gelassenheitsgebet, selber zitierte, das da sinngemäß lautet: Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und das führte dann zu dem politischen Pragmatismus, der aber nie ohne Grundsätze war. Es war der Pragmatismus in sittlicher Überzeugung oder in moralischer Absicht, wie er das selber darstellt. Und Sie haben völlig recht, dafür hatte er seinen Marc Aurel, seinen Karl Popper und seinen Max Weber sehr genau gelesen. Was würde er sagen, wenn er jetzt heute an unserer Stelle stehen würde und auf seine Gäste schauen würde? Er würde sagen, das ist alles viel zu viel. Aber in Gedanken hatte er schon ganz für richtig gehalten, dass diese Feier angemessen ist. Sie haben des Öfteren mit ihm Schach gespielt, gemeinsam das Buch Zug um Zug geschrieben. Was können wir vom Strategen Schmidt heute noch lernen? Naja, er war ein wahnsinniger Offensivspieler im Schachspiel und machte sehr unkonventionelle Züge, die gelegentlich auch gefährlich waren. Aber ich glaube, da kann man keine Übertragung herstellen. Ich glaube, er hat Politik immer vom Ende her gedacht. Mit welchen Mitteln erreiche ich welchen Zweck? Er hat sich sehr stark immer in die Lage und in die Interessen seines Gegenüber, seines Counterpartes hineinversetzt. Er lebte in meinen Augen sehr stark in den Kategorien von Geschichte, Geografie und auch Demografie. Weshalb er zum Beispiel im Verhältnis zu Russland und zu China auch immer jenseits jedes missionarischen Eifers davon ausgegangen ist, wie kann ich einen wechselseitig auskömmlichen Modus vivendi finden, einen friedlichen Zugang. Das ihm gelegentlich als Zynismus ausgelegt worden ist, in meinem Augen ging es ihm darum, ja, Zugänge zu öffnen und offen zu halten. Und so hat er sich auch mit denjenigen Partnern beschäftigt, die nicht unbedingt seinem Wertesystem entsprachen. Dann schauen wir doch mal auf die Arbeit der Stiftung und auf Ihr Engagement. Warum engagieren Sie sich und was macht die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung? Es gibt mehrere Gedenkstiftungen. Was ist das Besondere? Also in den Gesprächen, die man mit ihm über die Gründung dieser Stiftung durch eine Entscheidung des Bundesparlaments gehabt hat, da wollte er in der Tat nicht, dass das zur Denkmalsbeweihräucherung führt. Ich glaube, das Bismarck-Denkmal hier in Hamburg war ihm immer ziemlich suspekt. Sondern er war einverstanden damit, wenn es darum ging, die Initiativen, die Impulse, die er gesetzt hatte, überführt werden auf die heutigen Probleme. Und da liegt die eigentliche Aktualität und Arbeit, glaube ich, auch dieser Stiftung. Natürlich wollen wir auf der einen Seite mit einer Dauerausstellung im Kartrepel dazu beitragen, dass die Erinnerung an diese Persönlichkeit aufrechterhalten wird. Im Augenblick läuft dort übrigens eine sehr gute Fotoausstellung. Aber es geht mehr denn je darum, mindestens auf drei Feldern das fortzuführen, was er angelegt hat und was in meinen Augen aktueller denn je ist. Die transatlantischen Beziehungen. Und eine der ersten Veranstaltungen der Stiftung ging auch exakt um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen in diesen sehr heiklen Zeiten mit einem, ich scheue mich nicht zu sagen, sehr begrenzten narzisstischen Präsidenten im Weißen Haus. Und dann darüber hinaus Europa und schließlich auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, wie ich gesagt habe, einer gefährdeten Stiftung. Und mein Engagement ist geprägt von der Bewunderung ihm gegenüber, aber auch dieses politische Erbe fortzuführen und aufrechtzuerhalten.
Und das tun Sie in vielen Veranstaltungen, unter anderem gestern schon in dem großen Symposium. Und Sie richten sich auch ganz besonders an junge Menschen, weil es geht ja darum, diese Ideen in die Zukunft zu tragen. Worum ging es gestern bei dem Symposium? Das war eine Veranstaltung, ich glaube, Sie haben es erwähnt, Rethinking Europe, mit einem glänzend besetzten 3 Panels, so wie wir vorher schon eine Veranstaltung hatten über die transatlantischen Beziehungen. Und ja, Sie haben recht, ich habe mich sehr gefreut, dass viele junge Menschen da waren, Studenten und auch Schülerinnen und Schüler des Helmut-Schmidt-Gymnasiums, die, glaube ich, auch heute hier irgendwo die Gäste sind, wenn sie sich bemerkbar machen. Vielleicht mal kurz Finger heben, so wie in Finger der Schule. Heben. Sie sind ja unter Ihnen, überall, verteilt. Sein Wohnhaus Neuberger Weg wird jedenfalls gelegentlich auch geöffnet für Besichtigungen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bekannt geben darf, dass diese Stiftung endlich, muss man sagen, einen Vorstandsvorsitzenden bekommt und einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der die operative Zügelführung übernehmen wird. Das ist Herr Dr. Woike, der sehr große Erfahrungen hat im Stiftungswesen und viel publiziert hat über Helmut Schmidt. Den sehen wir nachher auch noch mal in einem kurzen Filmausschnitt des NDR Fernsehens. Ja, dafür schon mal einen herzlichen Applaus. Herr Steinbrück, wir freuen uns darauf, dass Sie mit daran arbeiten, Helmut Schmidt und seine Ideen in die Zukunft zu tragen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Okay.